herzlich willkommen zurück zu Regiosport. Und wir machen jetzt weiter mit Motorsport. Und zwar dem Motorsportteam der RWTH Aachen. Offiziell heißt es Ecurie X Formula Student Team. Und alles Weitere wird Ihnen mein Kollege Lukas Schäfer verraten. Fast schon wie ein Formel-1-Wagen flitzt der Bolide um die Kurven. Die bestehen hier aber aus Pylonen. Schließlich findet heute nur eine Testfahrt statt. Für den Rennwagen mit 82 PS und einem 610 Kubikzentimeter starken Motor. Von 0 auf 100 in knapp 4 Sekunden. Kein Problem für den kompakten Kraftprotz. Die geballte Power stammt aus den Händen von Maschinenbaustudenten der RWTH Aachen. 35 Studis des Teams Ecurie X opfern wöchentlich 10 bis 15 Stunden, um den Wagen zu verbessern. Also der Hauptantrieb besteht eigentlich daran, dass man praktische Erfahrung sammeln will, man die Theorie aus dem Hörsaal in die Praxis umsetzen. Und ich denke, ein Teil wird es auch sein, dass man nachher bei den ganzen Firmen bekannt ist. Die Firmen wissen das, dass die Studenten, die fertig sind mit Formula Student und dann ihr Studium abgeschlossen haben, einfach unter Zeit- und Gelddruck Probleme lösen können und das Ganze im Team. Also das sind eigentlich die Sachen, die gefragt sind. Und das alles lernt man hier und das macht natürlich Spaß. Spaß bei der Arbeit, das sieht man den Studenten der RWTH an. Sie rüsten den Wagen mit Hightech aus. Schließlich will man Gas geben gegen die Konkurrenz. Im Konstruktionswettbewerb Formula Student treten die Studenten weltweit gegeneinander an. Rennen in Brasilien, England und Deutschland werden veranstaltet. Da kommen viele Kosten zusammen, welche von Sponsoren und der RWTH übernommen werden. Trotz aller Unterstützung ist das Team aber dennoch bemüht, wenig Geld auszugeben. Wir sind hier in unserer Werkstatt und sehen gerade das Auto vom vergangenen Jahr, das leider ein bisschen ausgeschlachtet werden musste aufgrund unserer finanziellen Situation. Die Wirtschaftskrise hat auch uns ein bisschen gepackt und wir mussten leider an alte Teile gehen, um das neue Fahrzeug fahrtüchtig zu machen. Okay. Das Rumschrauben ist aber nicht nur Männersache. Im Team Ecurie X sind auch 5 Frauen vertreten. Damit widerlegt man das Vorurteil, Rennsport sei nichts für die Damenwelt. Vielleicht glauben das auch manche nur, dass es eben nicht geeignet ist oder trauen sich nicht. Aber ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es schon Spaß macht. Wobei bei mir selber jetzt auch nicht unbedingt der Motorsport im Vordergrund steht, sondern einfach das Gesamtprojekt, weil also alles, was dazu gehört und eben nicht nur, nicht nur der Motorsport. Auch die gute Stimmung im Team ist bei so einem aufwendigen Projekt von besonderem Wert. Wir sind eng befreundet miteinander, wir machen auch viel außerhalb der Arbeit hier, sage ich mal, miteinander. Aber auch oft endet die Arbeit halt in einer gemütlichen Runde, wir grillen am Wochenende hier. Also man findet schon sehr eng zusammen. Nun gilt jedoch die volle Aufmerksamkeit dem kommenden Rennen. An diesem Wochenende stehen die German Open am Hockenheim an und da gibt es nur noch eins, Vollgas. In Hockenheim ist dann die Wartezeit vorbei und der neue X06 kommt zum ersten Mal zum Einsatz. Ja, bei uns geht's jetzt weiter mit unserer Themenwoche.